Ihr könnt Journalisten mit anderer Meinung nicht akzeptieren und fangt an, sofort hier rumzuböllen? Was seid ihr nur für Jammerlappen? Warum? Das werde ich euch gleich mal erklären. Herzlich willkommen, hier ist wieder Lil von Warum.kritisch. Ja, ich muss leider heute mal so ordentlich die Grünen hier ansprechen und ihre unglaublich sensible Seele. Ihr seid doch wirklich die größten Waschlappen der Nation. Wie habt ihr euch auf die Schenkel geklopft, als es ein Sterntitelbild mit eurem lieben Robert Habeck gab, eins genannt als möglicher neuer Kanzler? Wie habt ihr euch auf die Schenkel geklopft, dass man alle Klimakritiker hier mundtot machen konnte? Und wie habt ihr euch auf die Schenkel geklopft, dass ein Bundespräsident hier von Ratten und Rattenfänger gesprochen hat? Und wie habt ihr euch tatsächlich wiederum auf die Schenkel geklopft, dass eine Strack-Zimmermann sogar hier vom Scheißhaufen gesprochen hat? Nicht wahr? Alles toll, alles super. Und ihr habt euch auch sicherlich sehr auf die Schenkel geklopft, als man der AfD Remigrationsgelüste hier unterstellen konnte. Was sich allerdings mittlerweile ja so ein bisschen zumindest in Luft aufgelöst hat. Und wie habt ihr euch auf die Schenkel geklopft, dass ihr so viele Menschen auf die Straße bringen konntet, die dann auch freudestrahlend Schilder hochhielten, Tod den Nazis, AfDler töten, etc. pp. Und wie habt ihr euch auf die Schenkel geklopft, als letzthin Jan Böhmermann natürlich auch aufforderte, Nazis zu keulen? Aber ihr seid wirklich absolut lächerlich und jämmerliche Waschlappen. Wer von euch keine politisch anders denkenden Journalisten ertragen kann, der sollte einfach schnellstens von der politischen Bühne runterspringen und rückt zu Mutti an den Kaminofen. Denn jetzt ist auf einmal das Gejammer bei euch sehr groß, nur weil eine ZDF-Journalistin in ihrem Debüt bei Berlin Direkt mal ordentlich ausgeteilt hat, aber noch nicht mal mit irgendwelchen dubiosen Verschwörungstheorien. Nein, sie hat einfach nur Fakten auf den Tisch gelegt. Und ich finde es wirklich wunderbar, dass es beim ZDF Journalistinnen gibt, die man wirklich vor die Kamera lässt. Man glaubt es ja kaum. Aber was ist denn eigentlich die Aufgabe der vierten Gewalt in unserem Staat? Die Aufgabe der vierten Gewalt besteht nicht darin, euch die Stiefel zu lecken oder euch sonst wohin zu kriechen. Die Aufgabe der vierten Gewalt in unserem Land besteht darin, politische Entscheidungen zu kritisieren, wenn sie denn zu kritisieren sind. Und da gibt es möglicherweise ja doch eine ganze Menge von politischen Entscheidungen, die man hier kritisieren kann. Allen voran natürlich auch die unfassbare Wirtschaftspolitik von Robert Habeck. Denn was hat Andrea Maurer in ihrem Debüt bei Berlin Direkt eigentlich gesagt? Schauen wir uns doch mal an. Ich zitiere. Es ist wohl eine besondere Pointe, dass Deutschland aktuell über europäische Atombomben diskutiert, während das gleiche Deutschland als einziges europäisches Land mitten in der Energiekrise aus der Atomenergie ausgestiegen ist. Das Atomaus ist auch ein Grund, warum sich die Lage der deutschen Wirtschaft verschärft hat, warum der Wohlstand schwindet und die Wut auf den grünen Wirtschaftsminister wächst. Wenn Robert Habeck jetzt also warnt, dass sich die Wirtschaft dramatisch schlecht entwickelt, dann warnt er in den Ohren vieler Unternehmen auch vor sich selbst. Soweit das Zitat von Andrea Maurer. Jan-Philipp Albrecht, grünem Politiker und Ex-Minister von Schleswig-Holstein für Umwelt- und Energiewende, der sitzt jetzt tatsächlich im Stiftungsvorstand bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Heinrich-Böll-Stiftung ist nichts anderes als ein Ableger der Grünen Partei. Und er teilte nun bei Twitter ordentlich mal aus und er teilte mit: Ich bitte das ZDF hiermit öffentlich darum, Fakten dafür vorzulegen, dass durch die Umsetzung des von CDU, CSU und FDP beschlossenen Ausstiegs Deutschlands aus der Atomenergie der Wohlstand hierzulande schwindet. Oder diese unsägliche Aussage zu korrigieren.
jetzt ist es doch die CDU und die CSU, gemeinsam mit der FDP. Die haben den schwarzen Peter. Sie müssen verantworten, weshalb Robert Habeck die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet hat, nicht wahr? Tja. Und dann kriegt er natürlich Unterstützung von seinem grünen Politikerkollegen Ulrich Steinbach, übrigens aus Baden-Württemberg. Und der schrieb auf Twitter, könnte man bitte aufhören, ständig die falsche Information bezüglich günstigem Atomstrom zu verbreiten. Also Atomstrom war nie günstig, Leute. Genau. Und den Trugschluss des durch die Ampel teuren Stroms in Deutschland dazu. Das ist schlicht falsch und ein schlechtes, übrigens politisch rechtes, politisches Framing und Triggering. Er behauptet, dass was Andrea Maurer getan hat, sei politisch rechtes Framing. Und er behauptet zum Zweiten, der Atomstrom ist doch hier nie günstig gewesen. Und dann behauptet er noch, dass halt eben wir gar keinen teuren Strom in Deutschland haben. Das wäre halt eben auch nur ein Trugschluss. Interessanterweise muss man ihm vielleicht dann die Frage stellen, warum wandern denn dann immer mehr energieintensive Wirtschaftsunternehmen von Deutschland ab? Keine Ahnung, du kleiner Jammerlappen. Und da muss man doch ganz ehrlich sagen, was ist das für ein Blödsinn hier? Wieso können die Herrschaften Fakten nicht ertragen? Warum muss man sofort auf eine Journalistin draufhauen? Ach ja, sie hat ja gerade ihr Debüt gehabt. Man fordert also jetzt, dass das ZDF die Dame so ein bisschen wieder diszipliniert und in die richtigen Schranken weist, damit es für jeden grünen Politiker ertragbar ist, das zu hören, sich anzutun. Entschuldigung, in einem Land, in dem sich Regierung und Medien gut vertragen, was gibt es dort nicht? Dort gibt es keine Demokratie. Das nennt man einfach Diktatur. Schon mal von gehört? Also ich muss ganz ehrlich sagen, sehr geehrter Herr Albrecht, sehr geehrter Herr Steinbach, wenn Sie Kritik an Ihrem Idol von anderer Seite nicht ertragen können, dann verlassen Sie bitte das politische Feld, weil das gehört leider dazu. Und wenn man Wahrheiten hier in unserem Land nicht mehr sagen darf, dann gibt es Zeit, dass alle grünen Politiker von der Bühne verschwinden. Herzliche Grüße an euch, Lemminge. Allen anderen wünsche ich natürlich noch einen zauberhaften Abend und sag mal bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.